Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich und willkommen zum heutigen Violet Sunday und heute scheint hier zwar die Sonne in den Raum, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch Winter und ich habe schon gelesen, dass nochmal Schnee kommen soll. Gut, habe ich auch nichts dagegen, aber es ist wieder Zeit für eine gewisse Routine und das nennt sich immer so schön Pamper-Routine, ja, also einfach, wir tun uns heute was Gutes, denn seht ihr diese Haare mal wieder? Also es ist dringend, dringend Zeit für ein Farbupdate, was diese Nägel betrifft ebenfalls. Ich habe den jetzt drauf, ich glaube anderthalb, na fast zwei Wochen den Shellack und einer ist mir flöten gegangen. Das ist immer ganz toll, wenn dann der Nagel einreißt und dann einfach abbricht. Kennt ihr dieses Gefühl? Es ist einfach. Ihr seht also, wir müssen eine komplette Altbausanierung machen heute. Und wir starten da jetzt einfach mal fröhlich rein. Zuerst mit den altbekannten Skincare-Tipps. Bevor ich jetzt in die eigentliche Routine starte, möchte ich euch nochmal mein absolutes Lieblingsduo zurzeit für meine Gesichtspflege vorstellen. Das ist natürlich von Beauty Mates. Kennt ihr, wisst ihr, benutze ich seit letztem Jahr die Produkte und gerade auch die Kombination momentan aus der Feuchtigkeitspflege, der Hyaluron Cream Boost und dem AHA Glow Booster ist es einfach so eine richtig geile, perfekte Winterpflege. AHA und BHA-Säuren sind tatsächlich ein richtiges chemisches Peeling sozusagen. Also müsst ihr euch auf jeden Fall vorher ein klein wenig damit beschäftigen, ob das für eure Haut was ist und natürlich auch, ob ihr es vertragt. Wenn ihr aber ein paar Dinge beachtet, dann kann das für eure Haut wirklich richtige Wunder tun und ich kann euch berichten, das tut's, ja. Also gerade halt auch in dieser hochkonzentrierten Form, wie es in diesem Glow Booster enthalten ist. Wir haben hier nämlich 12% AHA und 2% BHA. Das sind auch ungefähr die Richtwerte, die halt empfohlen werden in der Gesichtspflege, damit diese Säuren auch letztendlich einen guten Job für eure Pflege machen können. Und zum einen spenden die natürlich auch intensive Feuchtigkeit. Sie wirken entzündungshemmend. Wir sehen hier sehr viel schneller Ergebnisse. Das liegt halt auch daran, dass insbesondere AHA natürlich abgestorbene Hautschuppen entfernt, es sehr, sehr gut bei Mitessern wirkt, extrem gut. Das habe ich halt vor allem hier rund um die Nase festgestellt. Also meine Mitesser sind fast komplett weggegangen damit. Sorgt natürlich ganz generell halt für ein verbessertes Hautbild und einen wirklich schönen Glow. Gemeinsam in der Kombination mit den BHA-Säuren, die in dem Glow Booster enthalten sind, wirkt es halt super auch gegen Pickel und Unreinheiten ganz generell. Und halt ja auch vor Irritationen. Dadurch werden die Poren deutlich feiner. Also euer gesamtes Hautbild wirkt genau durch diese Inhaltsstoffe sehr, sehr viel feiner. Gerade auch jetzt noch im Winter, wenn der Teint noch so ein bisschen fahl ist und so ein bisschen fad und ihr wieder so ein bisschen Glow reinhaben wollt, dann ist das definitiv ein richtig, richtig gutes Ding, eure Hautpflege um ein AHA-Serum zu ergänzen. Kann ich euch also auf jeden Fall ans Herz legen. Und jetzt nur noch im Januar gibt es bei Beauty Mates 30%. Ich blende euch hier jetzt ganz gerne den Rabattcode ein. Der ist wie gewohnt Violet30, wenn ihr die Sachen selber noch ausprobieren wollt oder aber halt etwas aufstocken wollt, dann ist jetzt im Januar nochmal die Gelegenheit. Und sowieso, wie ihr das von Beauty Mates gewohnt seid, sind die Sachen natürlich vegan, tierversuchsfrei, ohne PEGs, Mikroplastik, diese ganzen Mineralöle und hast du nicht gesehen. Also der ganze Kram, der da nicht reingehört, ist da auch nicht drin. Und von daher tut ihr da euch selbst auf jeden Fall etwas Gutes mit. Schaut euch die Produkte einfach gerne mal an. Sie sind unten in der Videobeschreibung direkt als erstes verlinkt und natürlich auch meinen geliebten AHA Glow Booster. Wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt, der verändert auf jeden Fall eure Gesichtspflege. Das ist mal versprochen. Und jetzt geht's los mit dem Thema Haare. Also legen wir mal los. Schauen wir hier schon mal mein Haarfärbekit vorbereitet. Ich werde weiter färben mit der Easy Change Pflaume. Diese Farbe, ne, die ist einfach der Killer. Ich habe hier schon wieder irgendwo einen Fleck, weil die Flasche irgendwo dreckig war. Also die ist echt der absolute Burner, das Ding. Ich gebe das hier in dieses Schüsselchen ein, werde mir das auftragen und ich möchte euch unser halb abgerissenes Bad, ehrlich gesagt, ersparen zurzeit. Werde das jetzt gleich nämlich unten wieder im Bad machen, weil ich auch keinen Bock habe, hier diesen schönen Holzboden zu versauen, ja. Also Sarah und Haare färben, you know me, gell? Ich werfe mich jetzt in mein Färbekleid und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich mit gefärbten Haaren wieder. Die dürfen dann einwirken, während wir uns die Nägel schön machen. Bis gleich.
Leute, und genau das ist der Grund, weshalb ich euch bei diesem Schritt eigentlich nie mitnehme, weil wir sind hier einfach literally im Keller. Wir haben das Badezimmer inzwischen irgendwie halb abgerissen. Aufbau steht in den Sternen, weil das hier wird ja irgendwann kein Badezimmer mehr sein. Und weil ich auch einfach bis heute noch nicht weiß, was zur Hölle ich da eigentlich tue, okay? Man sagt ja immer, Übung macht den Meister, aber ich glaube, in Sachen Haare färben wird dieses Objekt hier keine Meisterin mehr. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist irgendjemand unter euch, der die absoluten Pro-Tipps hat, wie man die Haare selber sich perfekt färbt, ohne dass man einfach so aussieht wie ich? Also lasst sie mir gerne in den Kommentaren da. What the f***? Was habe ich denn da schon wieder gemacht? Ja, und so sieht das Ganze dann hinterher aus. Buchungstermine können dann nach Corona, werden die entgegengenommen hier im Möchtegern-Haarsalon Whitefield. Und ja, danach könnt ihr auch euer Bad direkt sanieren. Dafür ist dann Daniel übrigens zuständig. Der bietet dann Sanierungsdienste an. Ich meine, ganz ehrlich, was ist eigentlich mein Problem? Ich weiß es nicht. So, back in Cyril Zimmer hier. Und ja, so sehe ich aus, wie immer. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals lernen werde, dass es nicht klug ist, erst die Haare zu färben und dann die Nägel zu machen. So, bestes Produkt meines Lebens höchstwahrscheinlich, ja. Farbentferner. Und ja, für dieses Thema brauche ich tatsächlich normale Wattepads. Sonst kriege ich nämlich diese wunderschönen Farbreste nie wieder weg. Ich meine, wie? Wie? Ja, guck mal, ich habe dir eine kleine Überraschung vorbereitet. Ich dachte, ich färbe mal mein Nein. Frag mich bitte nicht wie. Frag mich bitte nicht wie. Ein paar Nervenzusammenbrüche später habe ich so viel Farbe entfernt, wie halt eben geht. Der Rest wird sich mit der Zeit dann rauswaschen. Ich habe halt so meine Erfahrungen mittlerweile gemacht. Auf jeden Fall geht es jetzt an die Nägel. Ich habe ja schon gesagt, der Schellack muss auf jeden Fall runter. Ein Nagel ist mir abgebrochen. Den werden wir heute noch wieder herstellen. Ich benutze jetzt seit einiger Zeit schon, um letztendlich die Nägel so einigermaßen auf die gleiche Länge zu bekommen, halt diese Tipps. Die habe ich bei Jollyfeen bestellt, sind eigentlich für Gelnägel, aber ist relativ Wumpe. Ja, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Und der kleine Finger war mir auch abgebrochen. Egal, wie gut die Maniküre ist, ja, aber unser Gedönse halt mit Bäume fällen und Holz machen und weiß ich nicht, Baustellen, Schutt schleppen und so, hält halt nicht unbedingt jeder Nagel so durch, ne? So, Leute, da sind wir. Das ist der aktuelle Zustand. Den müssen wir auf jeden Fall verändern. Und ich werde jetzt erstmal alles runterfeilen. Ich habe inzwischen diese Methode für mich entdeckt. Ist einfach die, die, finde ich, persönlich am besten funktioniert. Wo ist meine zweite Feile? Ich habe noch eine Feile. Wo habe ich die denn jetzt hingetan? Egal, auf jeden Fall. Ach, da ist sie doch. Ich bin blind. Genau, eine etwas gröbere. Das ist jetzt erstmal, ich glaube, 180 oder womit ich anfange. Und dann habe ich hier nochmal 60 und also auf jeden Fall feiner halt für den Rest runterzuholen. Ich hatte ja den Adventskalender von Neonail und ich habe hier diese Revital Base Fiber, Revital Base whatever, Fiber auf jeden Fall. Die habe ich jetzt in der letzten Zeit öfter benutzt, also die letzten zwei Male, als ich mir die Nägel gemacht habe. Und ich finde die Bombe. Ich finde die sogar noch besser als die Silk Base, also diese etwas flexiblere. Die hier ist noch geiler, weil die halt durch dieses Fiber-Prinzip die Nägel sozusagen halt noch weiter aushärtet und auch so feinere Risse halt sozusagen auffüllt. In Sachen Primer und ja, Topcoat bin ich im Moment immer noch bei Pink Jellac, finde ich am besten, diese zwei. Und die Farben, die bei Neonail im Adventskalender drin waren, haben mir auch extrem gut gefallen. Ich werde heute Go Stargazing verwenden und auch dieser Holo-Effekt hier, dieser Hollywood-Effekt. Das ist so ein Pulver, das trägt man einfach mit so einem Applikator auf, zeige ich euch gleich. Das finde ich halt auch richtig geil, das Zeug gefällt mir extrem gut. Aber wir starten erstmal mit dem üblichen Feile, Feile, Feile. Feilen
ist echt immer richtig, richtig viel Arbeit. Das geht mir auch meistens ziemlich auf den Sack. Ich habe immer irgendwelche Videos parallel laufen, weil mich das ultra langweilt. Aber gut, jetzt kommen wir zum Ankleben der Tipps, weil ich ja zwei Nägel habe, die very short sind. Ihr seht schon die, die ich am häufigsten benutze. Ich muss mal gucken, ob man die auch irgendwie einzeln nachbestellen kann, dass ich nicht so viel in der Kiste quasi habe, was ich eigentlich ja nicht verwenden kann, weil meine Nägel sowieso zu schmal dafür sind. Nehmen wir den hier mal für den kleinen Finger. Ich passe die dann an und lege mir die dann parat. Dann ist in dem Paket halt da dieser Kleber mit dabei. Heißt einfach nur Tippkleber. Ist auch wirklich super, das Zeug. Also der hält echt bombenfest. Gibt man dann halt einfach hier vorne einfach auf. Drauf. Jod andrücken. Bisschen halten. Und fertig. Dann sieht das echt wunderschön aus. Das sind jetzt so klare Tipps. Man kriegt die auch schon eingefärbt. Aber ich habe die ja, also es kommt ja immer was drauf bei mir. Und jetzt muss ich den natürlich noch kürzen und in Form feilen. Wieder feilen, meine Lieblingsbeschäftigung. Nice one. Nach einer gefühlten Ewigkeit feilen und nochmal feilen, werde ich jetzt endlich mit Shellac anfangen. Primer, Base, Farbe, Finish. Auf geht's. Es ist inzwischen natürlich der nächste Tag, weil es dauert irgendwie immer Stunden, dieses Video zu drehen. Weil alleine auch die Nägel irgendwie, wenn ich das filme, dauert das Ewigkeiten. Aber nun gut, ich habe euch gerne nochmal mitgenommen in dieser Routine und ja, fühle mich heute jetzt richtig gut. Habe mir auch mal endlich wieder mal die Haare gemacht, so, ne, kommt ja auch seltener vor. Wie gesagt, ich schaue doch hier ein paar Reste so überall, ne, also wenn man hier genau hinguckt, so, aber das ist nicht schlimm, das wäscht sich ja mit der Zeit raus. Ihr findet alle Produkte, die ich verwendet habe, unten in der Videobeschreibung, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Insbesondere auch die Shellac-Sachen sind echt top. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen und natürlich auch nicht den Rabattcode für Beautymates vergessen. Findet ihr ebenfalls alles in der Videobeschreibung. Und dann kommen wir natürlich wie immer heute noch zum Kommentar des Tages. Der ist diesmal von Stefanie Reichert. Sie hatte auf mein Video von letzter Woche mit dem "Wenn mein Kleiderschrank leer wäre" kommentiert und ja, wenn sie immer nach den aktuellen Trends gehen würde, würde sie wahrscheinlich in einem Bikini aus Panzertape rumlaufen. Da musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, aber es ist tatsächlich einfach so und sie hat sich noch bedankt. Trends sind relativ, Leute, das wissen wir alle. Wahre Schönheit kommt von innen und du, liebe Sarah, gibst mir immer das Gefühl, mich schön zu fühlen. Egal ob Größe 36 oder 44, danke, dass du für uns da bist. Du machst das mega. 1000 Daumen nach oben. Vielen lieben Dank und 1000 Danke, 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 Danke zurück an dich und liebe Grüße an dich persönlich. Und ja, ich bedanke mich für das ganze viele positive Feedback zu diesem Video und ja, I got you. Es wird auf jeden Fall weitere Videos dazu geben und ich bedanke mich auch heute wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag und bis nächste Woche. Bye, bye!